Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Ich dachte mir, heute wäre der richtige Tag mal wieder für so einen ganz entspannten Vlog durch meinen Tag durch. Heute ist nämlich Feiertag, ich habe frei. Morgen geht es wieder weiter mit Arbeit und dann ist erst Wochenende. Aber ich dachte mir, heute ist der Tag, um einfach mal so ein bisschen was an alten Whips wegzuarbeiten. Ich wollte eigentlich jetzt schon eine Podcast-Folge für heute filmen, aber dafür wollte ich eine Sache fertig machen, die ich gestern nicht mehr fertig gekriegt habe. Ich habe bis 2:30 daran gesessen und dann konnte ich einfach nicht mehr. Ich konnte mich nicht konzentrieren und das ist der Aurora Cabin Shawl. Da bin ich nämlich dabei, gerade alles abzuketten. Und es sind einfach 1500 Maschen. Ich habe mich bei einem Rand so ein bisschen schwer getan. Was heißt schwer getan? Ich habe das unter schlechtem Licht gemacht und diese Zacken waren dann einfach plötzlich schief und nicht so, wie sie sein sollten. Und ich war echt lange mit mir am Struggeln, weil dieser Part hat mich wirklich sehr genervt. Weil man wirklich am Ende dieses Shawls denkt, okay, jetzt habe ich schon alles gemacht, jetzt ist es fertig und dann kommt so ein Teil. Man hätte auch sofort ein I-Cord-Band aufmachen können, aber ich dachte mir, boah, wenn ich schon so viel Zeit in das Ding gesteckt habe, dann mache ich es auch richtig. Und dieser Rand ist halt wirklich, wirklich schön. Deshalb habe ich alles nochmal aufgeribbelt, den nochmal neu gemacht und ja, jetzt kommt das I-Cord-Band auf und es dauert ewig. Ewig. Aber ihr seht, Endspurt, so viel bleibt nicht mehr übrig. Das hier habe ich schon fertig. Also ist überschaubar und ich wollte das Ding halt fertig haben, bevor ich den Podcast filme. Das werde ich danach dann machen, wenn das hier erledigt ist. So, ansonsten habe ich maximal Bock auf Sommerprojekte. Ich habe so viel Lust darauf. Ich habe so viele Ideen und so viele Inspirationen. Aber ja, ich versuche halt erst diese Herbstprojekte fertig zu haben. Und im Endeffekt an Herbstprojekten ist mir nur noch das übrig geblieben und mein Dustlin-Sweater. Beim Dustlin-Sweater habe ich schon einen halben Ärmel fertig. Ich muss also nur noch eineinhalb Ärmel im Endeffekt machen. Eigentlich geht das relativ schnell, aber dieses Ding hat mir so viel Zeit weggenommen. Weil bis zum bitteren Ende gab es einfach Zunahmen, Zunahmen, Zunahmen und nochmal Zunahmen. Es nahm kein Ende. Ja, deswegen dieses Ding wird XXL. Und ich habe hier gerade meinen Beutel mit der Wolle nicht. Aber eigentlich steht in der Anleitung, dass die Wolle wirklich so auf den letzten Millimeter abgezählt ist, dass nicht viel übrig bleibt. Und bei mir ist super viel übrig geblieben. Also ich kann wirklich ein etwas kleineres Tuch nochmal daraus machen, weil so viel übrig geblieben ist, was jetzt nicht schlimm ist. Mir fällt auf jeden Fall was ein, weil mit dem Alpaka 2 von Isager kann man ja wirklich alles machen. Und deswegen schaue ich einfach mal, was ich daraus mache. Ansonsten habe ich mir zur Stärkung schon einen Tee fertig gemacht, klassischerweise. Ich wollte euch aber einmal zeigen, welcher das ist. Ihr wisst, ich bin ein Yogi-Tee-Fan und den habe ich vor 2 Jahren schon mal gefunden, wenn es fixieren möchte. Der heißt Be Happy und der ist mit Kamille, Lavendel und Minze. Also sicher nichts, was einen aufpusht, aber mega, mega lecker. Bin ich aktuell wirklich begeistert von und ja, sind süße Bienchen drauf, also auch eine richtig, richtig niedliche Verpackung. Irgendwie in meinem Insektenhotel vor 2, 3 Jahren. Vor 3 Jahren hat es angefangen. Vor 3 Jahren haben sich total viele Bienen dort eingenistet. Dann hat man gesehen, wie so frische Bienen wieder rausgekrabbelt sind. Vorletztes Jahr auch. Letztes Jahr war schon ein bisschen weniger und dieses Jahr ist noch keiner eingezogen. Also schauen wir mal. Aber Insektenhotels finde ich sehr, sehr cool. Ich habe so ein ganz kleines. Ich hoffe, wenn wir irgendwann mal einen Garten haben, dann mache ich so eine ganze, so ein Riesending oder so eine Wand. Ich habe schon 1000 Sachen da gesehen, aber so Insektenhotels sind immer eine gute Sache. Naja, aber jetzt quatsche ich nicht weiter, denn ich muss das Ding hier fertig machen. Also sag ich mal, bis gleich. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow. Ich dachte mir, wenn ich schon stundenlang hier so ein I-Cord-Bind aufmache, kann ich euch auch zeigen, wie das funktioniert. Vor allem für die, die noch nicht wissen, wie das geht. So, ich hoffe, durch die Kamera kriege ich das relativ gut hin, weil ich sehe die Maschen so nicht. Aber ihr strickt eine Masche rechts, dann die zweite Masche auch rechts und dann habt ihr hier 2 Maschen.
und die strickt ihr durch die hintere Schlaufe zusammen. So. Und jetzt habt ihr hier drei Maschen auf der rechten Nadel und die packt ihr dann auf die linke Nadel zurück. So, nochmal. Eine rechts, eine zweite rechts und dann zwei Maschen durch die hintere Schlaufe zusammenstricken und drei wieder der rechten Nadel. Die packt ihr dann wieder auf die linke. Und mehr ist das im Endeffekt nicht. Und das Ergebnis, seht ihr, ist wirklich, wirklich schön. Das ist hier die Vorderseite und es wird richtig, richtig toll. Also gerade für so Tücher kann ich das echt empfehlen. Passend zum freien Tag ist auch noch die vierte Staffel von Noch nie in meinem Leben online gekommen. Und ich freue mich so, so sehr. Die war so witzig. Davon habe ich euch in irgendeinem Podcast schon mal erzählt. Und ich habe die ersten drei Staffeln wirklich durchgesuchtet und jetzt die ganze Zeit auf die vierte gewartet. Und ja, mega witzig. Wer auf Teenie-Serien steht, das ist genau das Richtige. So, das ganze Ding ist endlich fertig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Und es ist einfach riesig. Also wirklich riesig, riesig, riesig. Ihr seht, das nimmt hier so die komplette Couch ein. Und der Rand sieht auch einfach richtig toll aus. Ich bin auch echt zufrieden, dass ich hier kein Eyecord-Band auf Dreck gemacht habe, sondern auch wirklich den Rand nochmal gemacht habe. Und ach, ich bin begeistert. Vor allem hier hätte man theoretisch mit Orange das zu Ende machen müssen. Und hier dazwischen ist auch eine orangene Reihe. Aber ja, ich wollte es ein bisschen dezenter haben. Deswegen habe ich das dunkelblau genommen. Und es ist toll. Ich freue mich so. Er ist so hübsch. So sieht die Lage aus, nachdem ich einen Podcast gefilmt habe. Jedes Mal so ein Chaos. Manchmal schaffe ich sogar direkt meine Projekte in den Beutel zu werfen. Aber meistens halt nicht. Cleo war diesmal maximal entspannt und hat keinen Mucks von sich gegeben. Wobei am Anfang hat sie sich noch immer von rechts nach links geworfen. Ne Cleo, ne Pipirella. Aber ansonsten lief es ganz entspannt ab. So, jetzt räume ich einmal das Chaos auf, schneide schnell das Video, damit es heute auf jeden Fall für euch online kommt. Ich habe den Aurora Cabin Shawl hier mal so ein bisschen ausgebreitet. Also ihr seht, der ist XXL und der ist so schön. Ich mag den so gerne. Im Nachhinein habe ich so überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre, den Rand in Gelb zu machen. Wobei ich glaube, das wäre zu sehr in your face gewesen. Also mega, mega hübsch. Riesig das Ding. Naja, die Enden müssen noch eingenäht werden, aber das wird schon alles. Aber insgesamt bin ich absolut verliebt in das Ding. Perfekt für den Herbst. Das Video für heute lädt gerade hoch und parallel dazu bin ich dabei, hier meine normale Socke fertig zu machen. So sieht das Ganze aus. Ich habe nur noch knapp 10 Reihen, bis ich mit der Spitze anfangen kann. Und deshalb, die wird heute auf jeden Fall auch fertig. Ich bin jetzt an der Spitze angekommen. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich sie weiß oder schwarz mache. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Eigentlich bei den eher frischen Farben wäre weiß besser. Aber schwarz würde halt auch super passen. Weil im Endeffekt sind ja beide Farben drin in der Socke. Beides ist auch neutral. Das heißt, es wird auch nicht too much. Oder so, aber ich bin gerade echt unentschlossen, was ich machen soll. Ich habe mich jetzt für weiß entschieden und weiß war genau die richtige Wahl, denn das geht richtig, richtig schön ineinander über. Ist natürlich das Risiko, dass es schnell dreckig wird, aber ansonsten bin ich echt zufrieden mit der Entscheidung. Ich glaube, schwarz wäre bei dieser Gesamtkonstellation einfach zu dunkel geworden. Die Spitze ist jetzt auch fertig, so sieht das Ganze aus. Ich bin echt zufrieden, ich bin auch echt zufrieden mit meiner Farbauswahl, es sieht super aus. Und ja, das Ende habe ich wieder mit dem Kitchener Stitch gemacht, so wie immer. Und die mein Sockentutorial noch nie gesehen haben, beziehungsweise selber noch nie Socken gestrickt haben, schaut auf jeden Fall dort rein. Da stricke ich eine Socke von Anfang bis Ende einmal mit euch durch und zeige euch auch, wie ich hier die Spitze mit dem Kitchener Stitch mache, plus auch hier die Garter Stitch Ferse. Meine Standardtechnik, das Second Sock Syndrome zu verhindern, ist wirklich die zweite Socke sofort anzuschlagen. Und genau das habe ich gemacht. Es sind zwar nur zwei Reihen, aber so bin ich auf jeden Fall motivierter, an der zweiten Socke weiterzuarbeiten. Aber jetzt werde ich mich einmal meinem Dustman-Sweater zuwenden. Da muss ich zuallererst gucken, wie lang ich die Ärmel haben möchte, bevor ich an den Ärmeln auch weitermache. So, meine Lieben, ich kümmere mich jetzt um meinen Dustman-Sweater.
Da ich da noch gucken muss, wie lang ich die Ärmel haben möchte und dass sie nicht zu lang, nicht zu kurz werden, habe ich hier einen meiner Schlabberpullover ausgepackt. Ich habe extra nicht den größten rausgenommen und das ist hier mein Batikpullover, den ich ja am allerliebsten trage. Der ist zwar auch schlabberig, aber halt nicht so extrem. Und die Ärmellänge mag ich eigentlich sehr gerne. Und vor allem bei der Drops Nepal ist es ja wirklich so, dass die leider noch ein bisschen ausleiern nach dem Waschen. Und von daher dachte ich mir, vergleiche ich das mal und guck mal, wie lang ich es wirklich mache. Ich werde es kürzer machen, damit es, wie gesagt, noch die Option hat, nach dem Waschen deutlich länger zu werden. So. Ich muss erstmal schauen, wo Vorder- und wo Rückseite ist. So, das ist. Doch, das ist die Vorderseite. So. Lege ich das nämlich einfach mal drauf und gucke. Also, witzigerweise von der Länge hier ist es super, also vom Korpus her ist genau das Richtige. Beim Ärmel, ich drehe euch mal um, dann könnt ihr das auch ein bisschen mehr betrachten. Da seht ihr meinen wunderschönen Dustlin-Sweater. Die Länge ist genauso wie bei meinem Schlabberpullover, das ist perfekt. Vor allem, da ist wirklich noch Spielraum nach unten, weil der halt wirklich nicht der längste ist. Also wie gesagt, mein Batikpulli ist der längste. Und da ist also auf jeden Fall noch einiges an Spielraum drin. Das habe ich auch genauso eingeplant. Das ist noch der unfertige Ärmel. Das ist der, den ich wenigstens schon mal angestrickt habe. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach unten. Deshalb, da habe ich noch auf jeden Fall einige Reihen vor mir. Muss ich gleich mal schauen, mit welcher ich weitermachen muss. Und der zweite wird dann locker flockig sein. Das heißt, da muss ich im Endeffekt zwischendurch mal gucken, wie lange ich es haben will. Das messe ich gleich auch nochmal nach, um so einen kleinen Richtwert zu haben. Aber ja, ich gucke gerade. Nee, ich dachte schon, ich hätte das falsche Muster gemacht, beziehungsweise die falsche Abfolge, aber es ist genau richtig. Weil da ist das Muster, da ist das Muster, da ist das Muster und das ist praktisch hier auf der Höhe. Und dann mache ich mit den Querstreben hier wieder weiter. Genau, von daher gehe ich mal davon aus, dass ich ungefähr noch 2 oder 3 von denen machen muss, um genau auf die Länge zu kommen. Da kommt ja auch noch ein Bündchen hin, also sollte eigentlich passen. Die Frage ist die, ob ich das nicht eher nur bis hierhin mache, also einen Tacken kürzer, weil diese Ärmel kann ich natürlich dadurch, dass da so ein bisschen Gummi ist, immer hochkrempeln oder hochschieben, wenn sie mich nerven. Hier ist das natürlich nicht so der Fall. Von daher bin ich gerade stark am Überlegen, dass ich es wirklich nur bis hierhin mache und wenn ich es wasche, wird es dann eh sowieso nochmal einen Ticken länger, weil auch die sind halt natürlich nochmal ein bisschen länger, von daher, ja, gucke ich mal, aber sonst auch von der Breite, der ist halt natürlich deutlich breiter als der andere, aber der fällt natürlich auch anders, also bis jetzt bin ich wirklich, wirklich zufrieden damit. The fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way and I don't care. Wir waren jetzt gerade kurz mit Cleo auf dem Spaziergang und ja, jetzt wende ich mich aber ganz sicher meinem Ärmel hier zu. Die Abnahmen habe ich schon fertig gemacht, von daher muss ich im Endeffekt jetzt nur noch das Muster weiter stricken. Ich habe einen Mustersatz jetzt fertig gemacht und schon mit dem nächsten angefangen, denn ich habe nochmal nachgemessen. Einen muss ich auf jeden Fall noch machen und ich glaube, dann fange ich mit dem Rand an. Dann sollte alles soweit passen, aber ich mache ein kurzes Päuschen und esse Eis. Richtig, richtig gut. Mövenpick hat nämlich so große Eisbehälter rausgebracht. Das hat mir ja die ganze Zeit so ein bisschen gefehlt im veganen Sortiment. Magnum gibt es ja mittlerweile im veganen, Ben & Jerry's. Aber so große Dinger halt nicht, weil ich sowas auch total gerne für einen Eiskaffee nutze. Und ja, ich habe hier noch einen kleinen Rest drin. Den esse ich kurz und dann mache ich weiter. If you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up and I won't. So, es ist schon spät und ich habe heute genug an diesem Ding hier gearbeitet. Ich habe hier schon angefangen mit dem Bündchen. Das Muster ist soweit fertig und es sieht richtig, richtig gut aus. Gefällt mir total gut. Das wird ein richtig schöner, fluffiger Pullover. Und ja,
wie gesagt, ein paar Reihen noch, dann bin ich fertig damit. Und jetzt gehe ich schlafen und wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen, ihr Lieben. Cleo und ich sind jetzt auf unserem morgendlichen Spaziergang vor der Arbeit. Und ja, gleich geht's los zur Arbeit. Mal schauen, ob ich es noch schaffe, ein paar Reihen zu stricken. Ich mache das ja immer so, dass ich morgens noch mal ein paar Reihen stricke, bevor es losgeht. Aber da muss ich einmal gucken. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ich heute nicht allzu lange auf der Arbeit verweilen muss, weil ich heute alleine bin. Das könnte sich ein bisschen ziehen. Aber die Hoffnung ist, dass ich pünktlich rauskomme. Und ich überlege, dass ich dann vielleicht zu Tinkos Strickparadies nochmal fahre. Denn da ich mich ja so langsam bei meinen Herbstwhips dem Ende zuneige, habe ich überlegt, auch mit dem Cumulus Tee von Petit Knit anzufangen. Und dafür brauche ich das Tin Lin Garn, dieses Leinengarn von Sadness Garn. Und ja, bei Tinkos Strickparadies gibt es das. Weil online konnte ich mich nicht so wirklich für eine Farbe entscheiden. Ich habe überlegt, das in einem Türkis zu machen, weil ich auch türkise Chucks habe. Und irgendwie habe ich da nichts Passendes zu. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber das muss ich mir nochmal überlegen. Beziehungsweise wollte ich dann halt live entscheiden, wenn ich die Dinger einmal in der Hand habe. Aber ja, Cleo und ich drehen jetzt nochmal unsere Runde zu Ende. Und dann geht es auch schon auf zur Arbeit. Mir fällt auch gerade ein, dass ich euch gar nicht mein neuestes Spielzeug gezeigt habe, was ich abgöttisch liebe. Und das ist dieser Walkman hier, wenn meine Kamera denn fixieren möchte. Na, so, jetzt sieht man ihn. Ist er nicht cool? Ich liebe den so abgöttisch. Auf die Idee bin ich deshalb gekommen, weil es den Stranger Things Soundtrack auf Kassette gibt. Und ich dachte mir, boah, wie oldschool wäre das denn? Und vor allem, ich bin halt damit groß geworden. Für mich hat das immer maximal sentimentalen Wert. Dann habe ich auch noch gesehen, dass der Soundtrack von Guardians of the Galaxy genauso auf Kassette erhältlich ist. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, dann erst recht. Und jetzt stöber ich so Stück für Stück durch Kleinanzeigen durch und schaue, ob ich meine liebsten Alben nochmal auf Kassette finde. Und ja, jetzt laufe ich immer zum Spaziergang mit meinem Walkman rum. Und es ist so, so schön. Also ich mag es total gerne. Wie gesagt, mich versetzt das in alte Zeiten zurück. Die Soundqualität ist natürlich schlechter, aber ich finde halt auch nicht schlechter, sondern einfach anders. Und vor allem, ich kenne es halt so, ne? Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Im Gegenteil, ich finde, das hat ja auch immer so einen extra Flair. Ich glaube, deshalb hören Leute ja auch noch immer Schallplatten. Schallplatten würde ich halt, also ich würde so gerne einen Schallplattenspieler haben. Aber da muss ich sagen, das nimmt einfach zu viel Platz weg. Aber Walkman ging auf jeden Fall klar. Ich kann ihn mit meinen ganz normalen Kopfhörern natürlich, boah, Cleo, da war ein Vogel. Konnte ich natürlich mit meinen ganz normalen Kopfhörern verbinden. Von daher ist das einfach top. Ich habe jetzt knapp 10 Minuten noch Zeit, bevor ich zur Arbeit muss und deswegen habe ich meinen Archie-Dress ausgepackt und werde jetzt nochmal ein paar Reihen an dem stricken. 4 Reihen habe ich geschafft, jetzt muss ich mich spurten, damit ich es pünktlich zur Arbeit schaffe. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich wirklich gerne mit Bambus stricke. Dadurch, dass ich ja die ganze Zeit mein Mindful-Set von KnitPro benutze, benutze ich halt kaum noch was anderes. Hier war es ja so, dass mir nochmal die Nadeln im Urlaub gefehlt haben, deswegen habe ich mir neue gekauft. Und das sind die von Lana Grossa, die ich in der Wolloase gekauft habe und ich bin echt zufrieden damit. Und ich habe echt vergessen, wie gerne ich mit Bambus stricke. Es macht richtig viel Spaß, sie sind total leicht, das Feeling ist richtig gut, also mag ich total gerne. Aber jetzt quatsche ich nicht weiter, weil ich zur Arbeit muss. Bis später. Ich bin wieder zurück zu Hause. Nach der Arbeit bin ich noch zu Tinkos Strickparadies nach Dortmund gefahren, denn das hatte ich mir heute wirklich verdient. Glaubt mir, ich hatte es mir sowas von verdient. Und hatte dort wirklich eine schöne Zeit, habe viel gequatscht und ach, das hat mir wirklich gut getan. Das habe ich gebraucht heute. Absolut. Ja, und ich habe auch was mitgenommen. Ich habe mit Sinn und Verstand eingekauft, ich schwöre es. Denn ich habe für das Cumulus Top von Petit Knit, das ich ja im Frühlingsvideo erwähnt habe, dass ich auf jeden Fall stricken möchte, habe ich das passende Garn zu besorgt. Das ist das Tin Lin Garn von Sadness Garn. Und ich habe lange überlegt, welche Farbe ich haben möchte. Ich wollte eigentlich so eine super türkise Farbe. Aber die gab es leider nicht. Deshalb musste ich mich für irgendwas anderes entscheiden. Ich hätte es auch bestellen können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte da was mitnehmen. Und deswegen habe ich mich für die Farbe entschieden. Vor allem, weil ich halt super viele Hemden mit diesem Farbschema habe. Und deswegen dachte ich,
wenn ich so ein einfarbiges Top darunter habe, wäre das ziemlich cool. Deshalb, das ist die Farbe 5052, verlinke ich euch selbstverständlich. Wie gesagt, Tenin, das sind 50 Gramm. Und 53% Bomull ist wahrscheinlich Baumwolle, heißt das, witzig. Weil darunter steht es auch in Deutsch. Also Bomull ist Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Richtig coole Zusammensetzung, aber eine von euch hat mir schon geschrieben, dass das ausleiert. Das heißt, das werde ich hundertprozentig in S stricken, wenn nicht sogar in XS. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei S, weil wenn das so ein bisschen schlabberiger ist, dann ziehe ich sowieso immer einen Sport-BH drunter und dann geht das auch klar. Aber deshalb, ja, ich weiß, ich stricke sehr viel in dieser Farbe aktuell, aber sie ist einfach schön. Aber was Türkises muss auch her, aber man muss ja auch dazu sagen, das ist ja kein Monsterprojekt, das ewig dauert und Tops kann man einige haben. Dann habe ich bei der Shell-Station noch ein Paket von Edna abgeholt, denn ich musste ja für meinen Pink Soda Shawl nochmal Garn nachbestellen, weil es mir nicht gereicht hat. Wenn ihr den Pink Soda Shawl in 3,5 mm strickt, dann solltet ihr locker hinkommen damit. Ich habe es halt mit 4,5 gestrickt, weil ich es ein bisschen lockerer haben wollte, aber habe halt deshalb Garn nachbestellt und jetzt bereue ich es halt ultra krass, dass ich nicht direkt Garn für den Sommerkoftan, ich glaube so heißt er, bestellt habe, denn es wird jetzt bei Edna Nisselong geben für diesen wunderschönen neuen Cardigan. Und ja, da, das ist das Lama Silk Garn, das kennt ihr schon, wie gesagt, und das habe ich einmal nachbestellt, damit ich den Pink Soda Shawl zu Ende stricken kann von Drops Design. Genau, das Kärtchen von Edna, wie immer. Ich bin ja echt verliebt in die nordischen Garne. Also Sutton's Garn hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Die Edna Garne haben, also die Yerbo Garne haben mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Ich bin echt begeistert davon. Deswegen mit dem Tenin bin ich echt gespannt, wie es sich damit stricken lässt. Was ich auch unbedingt ausprobieren möchte, ist das Mandarin Petit Garn. Mandarin Petit. Irgendwie so eine Art von Sutton's Garn auch. Also ja, ich freue mich, wenn der Pullover fertig ist, weil dann kann ich mich voll auf die Frühlings- und Sommerprojekte stürzen. Genau, ich glaube, ich werde jetzt trotzdem, bevor ich mich diesem Pullover zuwende, meinen Pink Soda Shawl einmal komplett zu Ende stricken, weil da ist nicht mehr so viel übrig und dann habe ich das auch weg. Dann bin ich fertig damit, obwohl mir das wirklich viel Spaß macht. So sieht das ganze Gerät hier aus. Der hat so süße Löchlein hier am Rand. Strickt sich wirklich toll, eine sehr schöne Anleitung. Ich finde sowieso, dass Drops Design wirklich sehr, sehr viele schöne Anleitungen hat. Ich habe schon gehört, dass einige davon ein bisschen komplizierter zu verstehen sind. Das ist halt meine erste Drops Design Anleitung, die jetzt nicht auf meiner Wunschliste ist, sondern die erste, die ich auch wirklich stricke. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also die war wirklich easy zu verstehen, ist ja auch nicht viel dran an diesem Ding. Aber wahrscheinlich wird das mit komplizierteren Anleitungen ein bisschen anders aussehen. Aber ja, ich freue mich, dass ich das jetzt fertig stricken kann. Dann habe ich das auch weg. Und dann wende ich mich nämlich meinem Dustland-Sweater zu, damit der fertig ist. Ich kann euch jetzt vielleicht nochmal, weil ich das Stativ jetzt habe, vernünftig einmal hier von We Are Knitters mein Kleidstück zeigen. 76 Reihen habe ich mittlerweile gestrickt. Und das Garn ist so, so schön. Es ist so hübsch. Ich mag es total gerne. Richtig, richtig nett. Bei Tinkus Strickparadies. Ich vergesse immer, mir das erstens zu merken, zweitens aufzuschreiben und drittens was mitzunehmen. Aber sie hat so ganz spezielle Bambusstricknadeln, die ich richtig toll finde. Also sie sehen wunderschön aus, das Design ist richtig cool. Ich glaube, es sind japanische, wenn ich mich nicht irre. Irgendwas mit Grass oder Glas oder irgendwas in der Art. Ich gucke mal, ob ich das hier finde. Die Stricknadeln, die heißen C-Knit. Also S-E-E und Knit. Von Ito sind die, seht ihr? So, und die sind wirklich, wirklich cool. Ich gucke sie mir jedes Mal an. Ich denke mir jedes Mal, dass ich sehr gerne ausprobieren möchte. Aber ich will halt keine Stricknadeln kaufen, die ich sowieso schon habe und von denen ich dann im Endeffekt nichts irgendwie großartig habe. Aber die sehen echt cool aus. Also ich sage, ich will halt wirklich nur Stricknadeln kaufen, die ich wirklich benötige und nicht einfach nur, um sie zu haben. Das finde ich halt schwachsinnig. Aber die haben mich schon, die gucken mich schon länger an. Also wer weiß, wohin das irgendwann mal führt.
Aber deswegen, sie hat wirklich eine sehr, sehr schöne Auswahl dort. Guckt auf jeden Fall mal rein. Man kann auch bei ihr online bestellen. Also sehr cool. Und Gott sei Dank ein Laden mit nordischen Garn in meiner Nähe. Genau. So, und jetzt esse ich endlich was, weil es ist schon spät. Es ist ja, 16.30 Uhr und ich habe heute Morgen nur ein Brötchen gesnackt und ich muss dringend was essen, was trinken. Und dann entspanne ich fürs Wochenende und mache mich ans Stricken. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich wollte jetzt ganz motiviert anfangen zu stricken. Und dann gucke ich mir diesen wunderschönen Strang an und stelle fest, der muss ja noch gewickelt werden. Er muss noch gewickelt werden. Ja, deswegen mache ich mich mal ans Wickeln. Das mag ich ja am liebsten. So. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Deswegen, wir sehen uns wieder, wenn ich fertig gewickelt habe. No, I won't stop. It is my time. Cause I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Mein Knäuel ist erfolgreich gewickelt. Ich habe es auch ganz alleine geschafft, weil mein Freund leider unterwegs ist. Mein menschlicher Wollwickler wollte sich halt nicht zur Verfügung stellen, aber nein. Ich habe es jetzt endlich fertig und jetzt kann ich den Pink Soda Shawl endlich weiter stricken. Während ich das gewickelt habe, ist mir eine Idee gekommen, denn ich habe schon vor einiger Zeit mir das neue Sadness Garden Magazin auch mitgenommen bei Tinkus. Und insgesamt, Leute, die Muster hier drin sind, die Modelle hier drin sind so ultra cool. Also könnte ich häkeln, würde ich mir auf jeden Fall für den Sommer diesen Rock machen. Meine Basistechniken reichen leider nicht dafür aus. Dann, wovon ich wirklich total angefixt bin und deswegen habe ich das vor allem mitgenommen, ist dieses Kleid hier. Ich würde es jetzt nicht in schwarz machen für den Sommer, aber es ist so, so hübsch. Aber man braucht, glaube ich, 18 Knäule dafür. Also schon einiges. Aber ich wollte mir jetzt aktuell keine Monsterprojekte vornehmen und so ein langes Kleid wird schon ein Monsterprojekt. Aber ich habe mir überlegt, was ich noch so für den Sommer brauchen könnte. Das ist zum Beispiel auch so ein Kleid, das ich super finde. Ganz simpel, ganz schön. Aber da ich jetzt mein Archie-Dress mache, brauche ich das nicht. Ja. Ich habe nochmal überlegt und bei der grünen Farbe dachte ich mir, diese grüne Farbe habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und die gibt es hier bei dem Buckethead von Sadness Garn. Und hat irgendeiner von euch diesen schönen Hut schon mal gehäkelt? Wenn ja, sagt Bescheid. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob ich das hinkriegen könnte, würde. Weil wie gesagt, häkeln bin ich überhaupt gar kein Profi. Meine Häkeldecke läuft super. Aber alles andere habe ich halt noch nie so wirklich gemacht. Wiederum, nur so lernt man, wenn man irgendwas ausprobiert. Deshalb, wie schwierig ist es, diesen Hut zu machen? Das würde mich ja wirklich interessieren. Das wird aus irgendeinem Leingarn von Sadness Garn gehäkelt. Und ja, deshalb, es würde mich sehr interessieren, wer von euch hat diesen Hut gemacht? Und was sagt ihr? Leicht, mittel, super schwer? Ist es theoretisch machbar? Ich würde mich sehr freuen, weil das könnte ich für den Sommer halt echt gebrauchen, weil ich ein absoluter Mützenmensch bin. Ich glaube, das hat man im Verlauf schon gesehen, dass ich meistens irgendwie eine Mütze aufhabe. Auch zu vielen Temperaturen, egal ob es super kalt oder super warm ist. Aber manchmal wird es auch mir zu viel und ich denke mal, so ein Leinenhut wäre ganz cool. Ne? Ist ein bisschen luftdurchlässiger, von daher wäre das auf jeden Fall eine Idee. So, ich werde mir jetzt das neueste Video von Knitted Coffee anmachen und dabei meinen Pink Soda Shawl weiter stricken. I am on my way up. I won't slow down. Ich war eigentlich gerade dabei, alte Podcast-Folgen zu gucken. Cleo. Genau, aber Cleo fing dann an zu meckern, denn ich habe der Lady versprochen, ihr ihren Kaustab zu geben heute. Ne?
weil du einige Kilometer fleißig joggen warst diese Woche und dir das verdient hast. So, jetzt kriege ich das Ding nur nicht auf. Ich verstehe halt auch nicht, warum die immer so fett in Plastik eingepackt sind. Aber ich muss sagen, bei Fressnapf gibt es mittlerweile auch so wie so Selbstbedienungssachen, wo man sich die rausholen kann und in seine eigenen Beutel packen kann. So ein bisschen unverpackt ladenmäßig, nur für Hunde. Ne? Das machen die richtig gut. Nein, da ist jemand gar nicht geil auf seinen Kauknochen. Ah, dreifaches Plastik. So, mit meinem Pink Soda Schal bin ich schon gut vorangekommen. Es ist auch noch doppelt in Plastik eingepackt. Guckt euch das an. Ich habe eine Schicht abgemacht und es ist noch die zweite. So, genau, mit dem Pink Soda Schal komme ich sehr gut voran. Ich bin nur hundemüde von diesem Tag heute. Deswegen gucke ich mal, wie viel ich heute schaffe. Aber ja, soll ja ein ganz entspannter Vlog werden. Ups. Und nichts irgendwie Übertriebenes. Morgen ist der Knitting in Public Day. Leider gibt es hier im Ruhrgebiet... Was meckerst du denn so viel? Kleine Meckerliese. Ja, Mami kriegt das leider nicht so schnell auf. Also wenn ihr euch wundert, ob Huskies wirklich so viel quasseln, ja, das tun sie. Und sie tut das auch sehr gerne. Ne, Cleo? Jetzt bist du plötzlich brav, ne? Bist du brav? Okay, wir kommen dem Ziel näher. Noch nicht sehr nah, aber näher. Genau, im Ruhrgebiet gibt es leider nichts an Veranstaltungen. So langsam ärgere ich mich, dass ich nicht selber irgendwas geplant habe. Aber ja, gut. Es ist, wie es ist. Ich werde mich irgendwo morgen hinsetzen, raussetzen und ganz entspannt einfach vor mich hinstricken. Cleo. Bist du süchtig? Hast du Bock? Hast du richtig, ne? Mittlerweile. Ah, ist hier überall Hühnchen. Meine Güte. Ist eine richtige Herausforderung, das hier rauszukriegen. Ich habe mich im Endeffekt gefreut, dass ich mal so richtig... Was denn? Cleo. Das hört man ziemlich laut in der Kamera. Wow. Ich bin ja schon dabei. Kleine Meckerliese. Ah. Schneller geht's nun mal nicht. Cleo, ich bin soweit. Guck es dir an. Da ist es. Kannst dich auch mal brav zeigen. Nein, mach Sitz. Ohne zu meckern. Und gib laut. Ja, feines Mädchen. Bitteschön. Viel Spaß damit. Und ab geht's in ihre Höhle. Bei den intensiven Kaugeräuschen ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt zu filmen, ne Cleo? Aber ich gucke gerade den neuesten Vlog von Tetti von Knitted Coffee. Leider sind die halt auf Polnisch, ne? Sonst würde ich euch das selbstverständlich von Herzen empfehlen. Aber ja, sie ist oder war aktuell in Portugal und war dort in dem Laden Rosa Pomar. Und ach, dieser Wollladen ist so toll. Also vom Aussehen her und so nichts so Besonderes. Erst als ich da reingegangen ist, dachte ich mir so, okay, jetzt nicht irgendwie so was Special-artiges. Aber die Garne, Cleo, meine Güte. Da sind die ganzen Mondim-Garne und alles Ähnliche und nicht Ähnliche. Und oh, es ist einfach so, so schön. Und diese Garne muss ich unbedingt sehen. Also wenn ich irgendwann mal in Portugal bin, muss ich auf jeden Fall in diesen Laden rein. Ich bin jetzt endlich fertig mit meinem Pink Soda Shawl und ich bin so happy damit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So sieht das süße Ding aus. Also die Farbe ist wirklich ein absoluter Knaller. Und mit diesem Peacoat-Rand, ich glaube Peacoat wird es ausgesprochen, ist es einfach nochmal was ganz Special-artiges. Obwohl es halt nicht viel Arbeit ist. Und... so locker flockig wird das übergeworfen. Diese Wolle ist so weich. Sie ist so unfassbar weich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hey Cleo, Ruhe da. Cleo ist heute sehr laut. Die Wolle ist so unfassbar weich. Also genau das Richtige für so ein Tuch.
Und wenn ich jetzt so ein bisschen meinen Garnverbrauch messe, kann ich euch hundertprozentig sagen, dass ihr das mit 3,5 mm locker flockig stricken könnt und da mit einem Knäuel gut hinkommt. Die Enden muss ich noch einnähen, das mache ich aber nicht heute, denn mein Dustlin-Sweater wartet hier nochmal auf mich. Ich habe mir gerade Dirt angeschmissen. Das ist ein Film, den ich schon mehrfach geguckt habe. Das ist die Verfilmung der Karrierelaufbahn von Mötley Crüe. Sehr guter Film, habe ich wie gesagt schon häufiger geguckt, kann ich wirklich empfehlen. Gefällt mir sehr, sehr gut und ja, jetzt wende ich mich noch meinem Dustlin-Sweater zu. Mal schauen, wie lange ich noch Bock habe, heute zu stricken, weil ich echt kaputt bin von dem Tag und eigentlich frühzeitig schlafen gehen möchte. Aber so ein bisschen was muss ich noch daran machen. Es ist schon duster und dunkel hier. Ich wollte euch nur einmal zeigen, dass ich hier den Ärmel komplett fertig gekriegt habe. Ich habe ihn nur noch nicht abgekettet, weil ich gucken möchte, wie lange ich hier das Bündchen noch machen möchte. Aber so sieht das aus. Das ist richtig, richtig schön geworden. Und ich habe sogar schon die Maschen auf der anderen Seite aufgenommen, beziehungsweise man musste nur noch ein paar Maschen unten aufnehmen. Der Rest war ja noch auf dem Seil. Von daher, genau, so viel dazu. Ich bin hundemüde, ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Es freut mich immer wieder aufs Neue und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut!